Hi, ich bin Raphael von der Kinder- und Elternzeitschrift Vorhang auf. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute in unserem ersten Video zeigen wir euch ein Interview mit dem Waldorflehrer und Märchenerzähler Andreas Geiger. Dies ist in der Recherche entstanden für unser Märchenheft, was im Dezember erscheint. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ich sitze hier mit Andreas Geiger und ich habe ein paar Fragen, Andreas. Was hast du in deinem Leben so gemacht und erlebt? Ja, Andreas Geiger ist mein Name. Und ich bin jetzt 82 Jahre, habe in meinem Leben lange Zeit als Lehrer gearbeitet, aber auch viele, viele Jahre als Maschinenbauingenieur in der Industrie. Was ich eigentlich mein ganzes Leben lang gerne gemacht habe, ist handwerklich-künstlerisches. Ich habe von meinem Vater viel mitbekommen, an Geschichten erzählen und Märchen erzählen. Mein Vater war ein sehr bekannter Märchenerzähler, der auch über Märchen in Büchern geschrieben hat. So ab der Lebensmitte, also 35., 37. Lebensjahr, habe ich sozusagen das Erbe meines Vaters angetreten und habe mich auch viel mit Märchen befasst. Und zwar habe ich Märchen bebildert. Zunächst mal im ganz kleinen Format, sozusagen DIN A4. Russische Geschichten. Die habe ich so bebildert, dass die habe ich nicht gemalt, sondern aus Seidenpapier geklebt. Collagen, die von hinten durchleuchtet werden. Solche Bilder, die wirken eigentlich erst dann richtig, wenn sie in einem dunklen Raum vorgeführt werden. Und das habe ich dann auch viel gemacht, wurde oft eingeladen von Bekannten, Freunden, hat sich rumgesprochen. Naja, die Märchen waren beliebt. Habe ich von Tolstoi mehrere Märchen oder Erzählungen bebildert. Irgendwann in der Lebensmitte auch habe ich meinen Beruf gewechselt und ich hatte keine Lust mehr, für die Aktiengesellschaft zu arbeiten. Obwohl mir eigentlich der Maschinenbau am Herzen lag. Ich habe es gerne gemacht. Aber die Ziele der Arbeit, die haben mir nicht mehr gefallen. Naja, also meine Kollegen damals, die haben gesagt, was, du willst weg von uns? Ich weiß warum, du hast da viel mehr Ferien. Die Lehrer, die haben ja die halbe Zeit des Jahres, sind ja Ferien. Ja, da habe ich dann später gemerkt, dass das doch nicht so ganz stimmt mit den Ferien. Also mein Hobby war damals recht intensiv, diese Märchenwelt, die Bebilderung. Aber ich habe auch viele andere Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel Orgeln gebaut. Große Orgeln, also mechanische Orgeln mit Holzpfeifen und auch mit Metallpfeifen. Das war eine Sache, die hat mich mal so ein paar Jahre lang sehr gefesselt. Ja, zu den Bildern, das mache ich bis heute. Vielleicht die,
ja, die letzte Arbeit. Mein Vater hat auch eben solche Bilder gemacht und als Märchenfreund hat er sich mit dem berühmten goethischen Märchen von der schönen Lilie und der grünen Schlange beschäftigt. Das ist ein sehr tiefsinniges Märchen und sehr umfangreich. Er hatte geplant, 80 Bilder zu diesem Märchen zu machen. Aber wie er 30 Bilder fertig hatte, da musste er aufgeben. Er hat das nie zu Ende gebracht, weil er einfach keine Zeit mehr fand. Er war damals Geschäftsführer einer Klinik geworden. Sein Chef war gestorben und er musste also die Geschäfte weiterführen und hatte einfach keine Zeit mehr für Goethes Märchen. Und ich habe vor einigen Monaten diese Bilder, die mein Vater, die ersten 30, rausgekramt und bin im Augenblick dabei, die zweiten 50 zu machen. Ja, also das ist auch Transparentbilder. Du baust ja viele Spieluhren, die sich auch bewegen können und wo Menschen durch eine Landschaft laufen. Kannst du uns darüber noch was erzählen? Also ich habe Kinderspielzeug immer, auch für meine eigenen Kinder und auch für andere Kinder gemacht, gerne. Und da gibt es so einen kleinen Vorläufer, da war Folgendes. Eine Waldorflehrerin, die in Brasilien lebte, als Entwicklungshelferin in Sao Paulo, die reiste durch Deutschland und hielt Vorträge, in denen sie für ihre Einrichtung in Brasilien warb, um Spenden. Sie war auch hier in der Nähe, in der Waldorfschule in Evinghausen, und hielt einen Vortrag über ihre Favela Monte Azul. Monte Azul ist also ein Stadtviertel von Sao Paulo. Und Favela ist ein Armenviertel. Da waren nur 12 Zuhörer bei dem Vortrag von Ute Krämer in der Schule hier. Und das war eigentlich beschämend, wenig. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Meine Frau war bei diesen Zuhörern. Ich blieb zu Hause abends, ich musste Kinder hüten. Und als sie nach Hause kam, sagte sie, toll, diese Frau Krämer, der muss ich helfen. Ja, und das hat sie dann auch in die Tat umgesetzt, meine Frau. Die hat dann angefangen, eben Kinderspielzeug zu basteln, unter anderem die erste solche Spieluhr, das hat sie sich selbst ausgedacht, und die zu verkaufen am Weihnachtsbazar und dann eben den Betrag, der da rauskommt, zu spenden für Monte Azul in Brasilien. Sie hat also 6 oder 7, ich weiß nicht mehr genau, solche Spieluhren gebaut auf dem Bazar und innerhalb von Minuten waren die verkauft. Die waren sehr, sehr begehrt. Im nächsten Jahr wurden es dann viel mehr. Meine Frau starb aber dann in 2006. Ich hatte da, ja, für mich war das schwierig dann, das Leben alleine. Sehr schwierig. Aber meine Kinder, die haben gesagt, Papa, so geht das nicht, du musst das weitermachen. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe erstmal Bilder von ihr verwendet, also von ihr ist meine Frau, habe die kopiert und habe dann ein Verfahren entwickelt, mit dem ich diese Kopien verwenden konnte für Spieluhren. Aber jedes Jahr waren da
erst Anfangsjahren waren das noch nur 20, aber dann wurden es immer mehr. Dann habe ich selbst auch viele gemalt. Und hier im Haus ist eine Frau, die Heike Hofmann, die auch ein Faible hat für Kinderspielzeug, die hat auch welche gemalt. Jedenfalls, es wurde ein ziemlich umfangreiches Programm und ja, das pflegen wir und bauen jedes Jahr nach alten Mustern, aber gelegentlich kommt auch was Neues dazu. Und die Erlöse, die spendet ihr weiterhin? Die Erlöse gehen restlos dahin. Also so eine Spieluhr, die hat ja ein mechanisches Spielwerk, was in China oder Japan hergestellt wird. Es gibt da zwei große Firmen wohl. Das kaufen wir ein über einen deutschen Vertreiber. Und natürlich das Sperrholz, was da verarbeitet ist und die Kopien, die da zu machen sind, das muss gekauft werden. Also für ungefähr 15 Euro ist da einfach Material an so einer Spieluhr. Und die spende ich jedes Mal mit. Also nicht nur meine Arbeitszeit steckt da drin, sondern auch Geld von mir. Und das ist eben mein Anteil, den ich spende. Also, zu den Spieluhren. Spieluhr heißt das Gerät, weil da ein Musikwerk eingebaut ist. Das sitzt hier unsichtbar. Man sieht das also von außen nicht, dieses Musikwerk. Es ist ein mechanisches Musikwerk, hat also mit Elektronik überhaupt nichts zu tun. Hergestellt in China, ein Hersteller, und es gibt auch einen Hersteller in Japan. Wird in Deutschland hier über eine Vertriebsfirma verkauft. Das Musikwerk wird mit einer Schnur in Gang gesetzt. Die habe ich hier in meiner Hand und ich mache das jetzt mal. Und sobald ich die Schnur loslasse, spielt das los. Es spielt hier ein Schlafliedchen von Mozart. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein, heißt es. Und das ist die kleine Figur. Die wird durch diese Schnur durch das Bild transportiert. Ja, also da gibt es immer ein Hintergrundbild und ein Vordergrundbild. Die gehören zusammen. Und ja. Ach so, das hier sind Bilder, die meine Frau gemalt hat. Die habe ich kopiert und verwende die also immer wieder, die Kopien. In dem Copyshop, wo ich immer hingehe, da bin ich bestens bekannt, weil der weiß, ah, da kommt der schon wieder mit seinen Spieluhren. Also das war Bilder von meiner Frau. Jetzt kommt eine Spieluhr. Die hat aber eine Art Hintergrund, nämlich das Kinderbuch. Ja, ist das Hänschen im Blaubeerwald. Also das ist Hänschen hier und der Blaubeerwald ist das hier. Und das sind alles Blaubeerjungs. Aber es gibt auch welche, die Himbeeren und Erdbeeren haben. Die Mechanik ist immer dasselbe bei jeder Spieluhr. Aber
die Melodien, die ich verwende, die wechseln natürlich. Gerade heute hatte ich eine Rücksendung. Also da waren zwei Spieluhren, die habe ich nach Aachen verkauft. Und heute kam das Paket zurück. Uns gefallen die Spieluhren nicht. Ja, das ist natürlich schwierig, weil sie vorher sich dafür dieses Bildmotiv entschieden hatten und ich hatte die schon fertig. Ich will in Zukunft möglichst Kunden haben, die sich selbst ein Bildmotiv aussuchen und selbst eine Melodie. Dann kann man das kombinieren. Also das ist Hänschen im Blaubeerwald, ist von Heike Hofmann, gemalt. Da auch in Anlehnung an das Bilderbuch. Und das hier ist auch ein bekanntes Buch von ein deutsches Buch für auch für Kinder, könnte man sagen, von Michael Ende, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man in der Lok die beiden erkennen. Ich halte das mal so. Ja, das sind die Spieluhren. Davon habe ich im Augenblick, ich hatte mal 27 verschiedene Motive und etwa 80 verschiedene Melodien, aus denen man wählen kann. Ich habe das aber ein bisschen eingeschränkt. Jetzt sind das noch 22 verschiedene Motive und 80 Melodien. Du hast vorhin deinen Vater erwähnt, Rudolf Geiger. Kannst du mir noch was darüber erzählen? Der hat Bücher geschrieben. Worum ging es in den Büchern? In den Büchern hat er eine eigene Art entwickelt, ein Märchen zu betrachten. Also es gibt ja, wenn man da mal genauer reinguckt, eine richtig große Vielfalt von Märchenbetrachtungen, vor allen Dingen Interpretationen. Da gibt es nach Sigmund Freud oder andere große Märcheninterpreten, die eben sehr oft sagen, also eine bestimmte Art von Figur bedeutet eine bestimmte Seeleneigenschaft. Also den einzelnen Komponenten des Märchens werden bestimmte Vorgänge zugeordnet, die aber dann praktisch weltweit für alle Märchen gelten. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mein Vater hat das ganz anders, diese Märchenbetrachtungen aufgezogen. Er hat sehr oft das Märchen nacherzählt. Übrigens, das habe ich vergessen, er war unter anderem deswegen so ein verehrter Märchenerzähler, weil er wortwörtlich, und zwar hat er es sehr genau genommen, die Märchen im Kopf hatte. Also er hatte 50 Grimmsche Märchen, die er so wirklich wortwörtlich auswendig konnte, die er dann erzählt hatte. Das ist klar, wenn man sich so intensiv mit solch einem Text beschäftigt, dann erschließt sich so ein Text ganz auf wunderbare Weise. Er hat also sehr viel eigentlich Fragen gestellt an den Text und hatte nicht ein fertiges Rezept, um das Märchen zu betrachten, sondern hat jedes Märchen wieder neu erfunden, kann man sagen, vielleicht, ja. Er hat in den
ersten dicken Buch hat er nur Grimmsche Märchen gehabt, betrachtet. Die zwei Brüder, ich glaube, so heißt das ja, ist ein Grimmsches Märchen, was sehr umfangreich ist. Dem hat er einen eigenen kleinen Band gewidmet. Dann hat er aber auch fremde Märchen, also aus der ganzen Welt, nacherzählt und Betrachtungen dazu geschrieben. Aus China, indianisch. Und ich habe, ja, eigentlich muss ich sagen, ihm zu Ehren, einen Teil dieser Märchen aus der ganzen Welt auch bebildert. Also ein großes chinesisches Märchen, der alte Chang, oder ein indianisches Märchen, oder aus Afrika ein sehr schönes Märchen. Die habe ich auch bebildert. Also das war immer im In Memoriam Rudolf Geiger, also im Gedanken an meinen Vater. Das war's auch schon mit unserem ersten Video. Wenn euch die Spieluhren gefallen und wenn ihr die Favela Monte Azul unterstützen wollt, dann kontaktiert uns gerne und wir geben euch den Kontakt von Andreas Geiger weiter. Kommentiert gerne das Video, wie es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis bald!